Istanbul bis nach Aserbaidschan? Das wird schon eine schwierige Aufgabe. Zwar wurden alle drei Fahrzeuge des Teams hier in einer Fachwerkstatt genau untersucht und neue Teile eingebaut, aber unterwegs sind sie auf sich alleine gestellt. Keiner von ihnen ist Kfz-Mechaniker. Ja, so ein bisschen haben wir schon Ahnung, aber jetzt nicht. Wenn uns das Getriebe verloren geht, dann wird es natürlich schwierig. Man sieht schon so ein bisschen, der Schallknauf ist sowas von abgewetzt und auch sonst irgendwie die Mittelkonsole schon irgendwie Risse drin und so weiter. Habt ihr Hoffnung, dass das Auto auch durchhält bis Baku? Also ich bin mir ganz sicher, dass das Auto durchhält. Ob wir durchhalten, weil verschiedene Bandscheibengeschädigte bei uns haben, das ist noch nicht so ganz klar. Florian und Peter, die zwei Freunde, werden 17 Nächte lang auf den umgeklappten Rücksitzen in ihrem Kombi liegen. Erst kürzlich haben sie Probe geschlafen. Ich habe mir einen guten Schlafsack zugelegt. Florian hat noch schlechtes Equipment und deshalb ist er neulich nachts bei 0 Grad schon früh aufgewacht. Es ist ein Platzthema. Also wir sind beide 1,90 groß, die hier in diesem Fahrzeug schlafen werden und das wird sehr kuschelig. Also Löffelstellung ist angesagt. Fast 5000 Kilometer quer durch Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und der Türkei und sich dabei immer strikt an die Regeln halten. Wir dürfen nur ohne Navi fahren, dürfen keine Autobahn benutzen. Da sind die auch ziemlich streng, haben letztes Jahr, glaube ich, ein paar Teams ausgeschlossen, die sie auf der Autobahn erwischt haben. Das heißt, es geht über Landstraßen jeden Tag 500 bis 600 Kilometer. Da rechnen wir mit 10 bis 12 Stunden. Jetzt fahre ich ja gerade über Kopfsteinpflaster. Ist auch so ein Gefühl, da werdet ihr in den nächsten Tagen auch noch haben, oder? Da wären wir froh, wenn wir diesen Untergrund hätten, weil, was ich schon gesehen habe, mit Rumänien und Bulgarien haben wir wirklich schlechte Straßen, wo man sehr auf die Schlaglöcher achten muss. Bei unserer kleinen Fahrt durch den Stuttgarter Osten erzählten Florian und Peter dann noch von einer witzigen Zusatzaufgabe, die sie während der Rallye erledigen müssen. Wir bekommen beim Start Musikinstrumente mit, die bekommen wir zugelost, ob Cello oder Kontrabass oder Flöte, da muss man ein bisschen aufs Glück hoffen. Und die werden bis nach Georgien gefahren und dort an Musikschulen gespendet. Und bis Istanbul müssen wir ein türkisches Lied auf diesen Musikinstrumenten spielen können. Da treffen sich dann alle 600 Teilnehmer zum ersten Mal und führen sich gegenseitig die Musikstücke vor. Am nächsten Samstag geht es morgens um 9 Uhr in Oberstaufen im Allgäu los. Die drei alten Kombis mit der Startnummer 96 auf der Motorhaube und den Türen, dem großen Schriftzug Taxi to Baku, viele Sponsorenaufkleber und den Rallye-Leuchten auf dem Dach. Die sind abfahrbereit. Der Weg ist das Ziel und ich glaube, mit 5 guten Freunden jeden Tag wohin zu kommen, wo man nicht weiß, wo man enden wird, ist ein Riesenspaß und ein ganz großes Abenteuer. Also ich denke auch, das wird ein Riesenerlebnis und ich bin da total gespannt und freue mich total auf diese Reise. Jetzt ist der Stuttgarter Osten auch aufgemischt. Ja. Ist ja auch ein super Trainingslager für so eine Allgäu-Orient-Rally. Mehr Infos dazu, außerdem tolle Bilder von Peter und Florian und ihrer Karre und vom Josch finden Sie auf unserer Weltweitseite. Und da wiederum kommen Sie hin über swr3.de. Bildschirm zuwendet und sagt, gibt es nicht ein schönes Auto, was man sich angucken kann, was nicht pitschepatsche nass ist? Das gibt es natürlich. Allerdings sollten es Autos sein, die mindestens 20 Jahre alt sind und straßentauglich. Und natürlich Autos, die vom Allgäu in Orient fahren wollen. Motorräder dürfen auch mitfahren, müssen aber auch schon 20 sein. Ne? Und der erste Preis von dieser Rallye ist tatsächlich ein Kamel. Wobei, jetzt nicht denken, Moment mal, ich habe doch zu Hause schon eins, was da immer vorm Fernseher sitzt. Dieses zweite Kamel wird auch nicht nach Deutschland gebracht, sondern das bleibt meistens da, wo es auch auf die Welt gekommen ist. Ne? Und dort wird es dann einfach im Namen des Rallye-Gewinners gepflegt. Und das ist auch ganz schön. Und vor allem sind die Fotos lustig. Und jetzt zu sehen auf SWR 3, Allgäu Orient Rallye. Istanbul bis nach Aserbaidschan. Das wird schon eine schwierige Aufgabe. Zwar wurden alle drei Fahrzeuge des Teams hier in einer Fachwerkstatt genau untersucht und neue Teile eingebaut, aber unterwegs sind sie auf sich alleine gestellt. Keiner von ihnen ist Kfz-Mechaniker. Ja, so ein bisschen haben wir schon Ahnung, aber jetzt nicht. Wenn uns das Getriebe verloren geht, dann wird es natürlich schwierig. Man sieht schon so ein bisschen, der Schallknauf ist sowas von abgewetzt und auch sonst irgendwie die Mittelkonsole schon irgendwie Risse drin und so weiter. Habt ihr Hoffnung, dass das Auto auch durchhält bis Baku? Also ich bin mir ganz sicher, dass das Auto durchhält. Ob wir durchhalten, weil verschiedene Bandscheibengeschädigte bei uns haben, das ist noch nicht so ganz klar. Florian und Peter, die zwei Freunde, werden 17 Nächte lang auf den umgeklappten Rücksitzen in ihrem Kombi liegen. Erst kürzlich haben sie Probe geschlafen. Ich habe mir einen guten Schlafsack zugelegt. Florian hat noch schlechtes Equipment und deshalb ist er neulich nachts bei 0 Grad schon früh aufgewacht. Es ist ein Platzthema. Also wir sind beide 1,90 groß, die hier in diesem Fahrzeug schlafen werden und das wird sehr kuschelig. Also Löffelstellung ist angesagt. Fast 5000 Kilometer quer durch Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und der Türkei und sich dabei immer strikt an die Regeln halten.
Wir dürfen nur ohne Navi fahren, dürfen keine Autobahn benutzen. Da sind die auch ziemlich streng. Haben letztes Jahr, glaube ich, ein paar Teams ausgeschlossen, die sie auf der Autobahn erwischt haben. Das heißt, es geht über Landstraßen jeden Tag 500 bis 600 Kilometer. Da rechnen wir mit 10 bis 12 Stunden. Jetzt fahre ich ja gerade über Kopfsteinpflaster. Ist auch so ein Gefühl, da werdet ihr in den nächsten Tagen auch noch haben, oder? Da wären wir froh, wenn wir diesen Untergrund hätten, weil, was ich schon gesehen habe, mit Rumänien und Bulgarien haben wir wirklich schlechte Straßen, wo man sehr auf die Schlaglöcher achten muss. Bei unserer kleinen Fahrt durch den Stuttgarter Osten erzählten Florian und Peter dann noch von einer witzigen Zusatzaufgabe, die sie während der Rallye erledigen müssen. Wir bekommen beim Start Musikinstrumente mit, die bekommen wir zugelost, ob Cello oder Kontrabass oder Flöte, da muss man ein bisschen aufs Glück hoffen. Und die werden bis nach Georgien gefahren und dort an Musikschulen gespendet. Und bis Istanbul müssen wir ein türkisches Lied auf diesen Musikinstrumenten spielen können. Da treffen sich dann alle 600 Teilnehmer zum ersten Mal und führen sich gegenseitig die Musikstücke vor. Am nächsten Samstag geht's morgens um 9 Uhr in Oberstaufen im Allgäu los. Die drei alten Kombis mit der Startnummer 96 auf der Motorhaube und den Türen, dem großen Schriftzug Taxi to Baku, viele Sponsorenaufkleber und den Rallye-Leuchten auf dem Dach. Die sind abfahrbereit. Der Weg ist das Ziel und ich glaube, mit 5 guten Freunden jeden Tag wohin zu kommen, wo man nicht weiß, wo man enden wird, ist ein Riesenspaß und ein ganz großes Abenteuer. Also ich denke auch, das wird ein Riesenerlebnis und ich bin da total gespannt und freue mich total auf diese Reise. Jetzt ist der Stuttgarter Osten auch aufgemischt. Ja. Ist ja auch ein super Trainingslager für so eine Allgäu-Orient-Rally. Mehr Infos dazu, außerdem tolle Bilder von Peter und Florian und ihrer Karre und vom Josch finden Sie auf unserer Weltweitseite. Und da wiederum kommen Sie hin über swr3.de. Bildschirm zuwendet und sagt, gibt es nicht ein schönes Auto, was man sich angucken kann, das nicht pitschepatsche nass ist? Das gibt es natürlich. Allerdings sollten es Autos sein, die mindestens 20 Jahre alt sind und straßentauglich. Und natürlich Autos, die vom Allgäu in Orient fahren wollen. Motorräder dürfen auch mitfahren, müssen aber auch schon 20 sein. Ne? Und der erste Preis von dieser Rallye ist tatsächlich ein Kamel. Wobei, jetzt nicht denken, Moment mal, ich habe doch zu Hause schon eins, was da immer vorm Fernseher sitzt. Dieses zweite Kamel wird auch nicht nach Deutschland gebracht, sondern das bleibt meistens da, wo es auch auf die Welt gekommen ist. Ne? Und dort wird es dann einfach im Namen des Rallye-Gewinners gepflegt. Und das ist auch ganz schön. Und vor allem sind die Fotos lustig. Und jetzt zu sehen auf SWR 3. Allgäu Orient Rallye. Istanbul bis nach Aserbaidschan. Das wird schon eine schwierige Aufgabe. Zwar wurden alle drei Fahrzeuge des Teams hier in einer Fachwerkstatt genau untersucht und neue Teile eingebaut, aber unterwegs sind sie auf sich alleine gestellt. Keiner von ihnen ist Kfz-Mechaniker. Ja, so ein bisschen haben wir schon Ahnung, aber jetzt nicht, wenn uns das Getriebe verloren geht, dann wird es natürlich schwierig. Man sieht schon so ein bisschen, der Schallknauf ist sowas von abgewetzt und auch sonst irgendwie die Mittelkonsole schon irgendwie Risse drin und so weiter. Habt ihr Hoffnung, dass das Auto auch durchhält bis Baku? Also ich bin mir ganz sicher, dass das Auto durchhält. Ob wir durchhalten, weil verschiedene Bandscheibengeschädigte bei uns haben, das ist noch nicht so ganz klar. Florian und Peter, die zwei Freunde, werden 17 Nächte lang auf den umgeklappten Rücksitzen in ihrem Kombi liegen. Erst kürzlich haben sie Probe geschlafen. Ich habe mir einen guten Schlafsack zugelegt. Florian hat noch schlechtes Equipment und deshalb ist er neulich nachts bei 0 Grad schon früh aufgewacht. Es ist ein Platzthema. Also wir sind beide 1,90 groß, die hier in diesem Fahrzeug schlafen werden und das wird sehr kuschelig. Also Löffelstellung ist angesagt. Fast 5000 Kilometer quer durch Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und der Türkei und sich dabei immer strikt an die Regeln halten. Wir dürfen nur ohne Navi fahren, dürfen keine Autobahn benutzen. Da sind die auch ziemlich streng, haben letztes Jahr, glaube ich, ein paar Teams ausgeschlossen, die sie auf der Autobahn erwischt haben. Das heißt, es geht über Landstraßen jeden Tag 500 bis 600 Kilometer. Da rechnen wir mit 10 bis 12 Stunden. Jetzt fahre ich ja gerade über Kopfsteinpflaster. Ist auch so ein Gefühl, da werdet ihr in den nächsten Tagen auch noch haben, oder? Da wären wir froh, wenn wir diesen Untergrund hätten, weil, was ich schon gesehen habe, mit Rumänien und Bulgarien haben wir wirklich schlechte Straßen, wo man sehr auf die Schlaglöcher achten muss. Bei unserer kleinen Fahrt durch den Stuttgarter Osten erzählten Florian und Peter dann noch von einer witzigen Zusatzaufgabe, die sie während der Rallye erledigen müssen. Wir bekommen beim Start Musikinstrumente mit, die bekommen wir zugelost, ob Cello oder Kontrabass oder Flöte, da muss man ein bisschen aufs Glück hoffen. Und die werden bis nach Georgien gefahren und dort an Musikschulen gespendet. Und bis Istanbul müssen wir ein türkisches Lied auf diesen Musikinstrumenten spielen können. Da treffen sich dann alle 600 Teilnehmer zum ersten Mal und führen sich gegenseitig die Musikstücke vor. Am nächsten Samstag geht's morgens um 9 Uhr in Oberstaufen im Allgäu los. Die drei alten Kombis mit der Startnummer 96 auf der Motorhaube und den Türen, dem großen Schriftzug Taxi to Baku, viele Sponsorenaufkleber und
den Rallye-Leuchten auf dem Dach, die sind abfahrbereit. Der Weg ist das Ziel und ich glaube, mit 5 guten Freunden jeden Tag wohin zu kommen, wo man nicht weiß, wo man enden wird, ist ein Riesenspaß und ein ganz großes Abenteuer. Also ich denke auch, das wird ein Riesenerlebnis und ich bin da total gespannt und freue mich total auf diese Reise. Jetzt ist der Stuttgarter Osten auch aufgemischt. Ja. Ist ja auch ein super Trainingslager für so eine Allgäu-Orient-Rally. Mehr Infos dazu, außerdem tolle Bilder von Peter und Florian und ihrer Karre und vom Josch finden Sie auf unserer Weltweitseite. Und da wiederum kommen Sie hin über swr3.de. Bildschirm zuwendet und sagt, gibt es nicht ein schönes Auto, was man sich angucken kann, was nicht pitschepatsche nass ist? Das gibt es natürlich. Allerdings sollten es Autos sein, die mindestens 20 Jahre alt sind und straßentauglich. Und natürlich Autos, die vom Allgäu in Orient fahren wollen. Motorräder dürfen auch mitfahren, müssen aber auch schon 20 sein. Ne? Und der erste Preis von dieser Rallye ist tatsächlich ein Kamel. Wobei, jetzt nicht denken, Moment mal, ich habe doch zu Hause schon eins, was da immer vorm Fernseher sitzt. Dieses zweite Kamel wird auch nicht nach Deutschland gebracht, sondern das bleibt meistens da, wo es auch auf die Welt gekommen ist. Ne? Und dort wird es dann einfach im Namen des Rallye-Gewinners gepflegt. Und das ist auch ganz schön. Und vor allem sind die Fotos lustig. Und jetzt zu sehen auf SWR3. Allgäu Orient Rallye. Von Istanbul bis nach Aserbaidschan. Das wird schon eine schwierige Aufgabe. Zwar wurden alle 3 Fahrzeuge des Teams hier in einer Fachwerkstatt genau untersucht und neue Teile eingebaut, aber unterwegs sind sie auf sich alleine gestellt. Keiner von ihnen ist Kfz-Mechaniker. Ja, so ein bisschen haben wir schon Ahnung, aber jetzt nicht. Wenn uns das Getriebe verloren geht, dann wird es natürlich schwierig. Man sieht schon so ein bisschen, der Schallknauf ist sowas von abgewetzt und auch sonst irgendwie die Mittelkonsole schon irgendwie Risse drin und so weiter. Habt ihr Hoffnung, dass das Auto auch durchhält bis Baku? Also ich bin mir ganz sicher, dass das Auto durchhält. Ob wir durchhalten, weil verschiedene Bandscheibengeschädigte bei uns haben, das ist noch nicht so ganz klar. Florian und Peter, die 2 Freunde, werden 17 Nächte lang auf den umgeklappten Rücksitzen in ihrem Kombi liegen. Erst kürzlich haben sie Probe geschlafen. Ich habe mir einen guten Schlafsack zugelegt. Florian hat noch schlechtes Equipment und deshalb ist er neulich nachts bei 0 Grad schon früh aufgewacht. Es ist ein Platzthema. Also wir sind beide 1,90 groß, die hier in diesem Fahrzeug schlafen werden und das wird sehr kuschelig. Also Löffelstellung ist angesagt. Fast 5000 Kilometer quer durch Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und der Türkei und sich dabei immer strikt an die Regeln halten. Wir dürfen nur ohne Navi fahren, dürfen keine Autobahn benutzen. Da sind die auch ziemlich streng, haben letztes Jahr, glaube ich, ein paar Teams ausgeschlossen, die sie auf der Autobahn erwischt haben. Das heißt, es geht über Landstraßen jeden Tag 500 bis 600 Kilometer. Da rechnen wir mit 10 bis 12 Stunden. Jetzt fahre ich ja gerade über Kopfsteinpflaster. Ist auch so ein Gefühl, da werdet ihr in den nächsten Tagen auch noch haben, oder? Da wären wir froh, wenn wir diesen Untergrund hätten, weil, was ich schon gesehen habe, mit Rumänien und Bulgarien haben wir wirklich schlechte Straßen, wo man sehr auf die Schlaglöcher achten muss. Bei unserer kleinen Fahrt durch den Stuttgarter Osten erzählten Florian und Peter dann noch von einer witzigen Zusatzaufgabe, die sie während der Rallye erledigen müssen. Wir bekommen beim Start Musikinstrumente mit, die bekommen wir zugelost, ob Cello oder Kontrabass oder Flöte, da muss man ein bisschen aufs Glück hoffen. Und die werden bis nach Georgien gefahren und dort an Musikschulen gespendet. Und bis Istanbul müssen wir ein türkisches Lied auf diesen Musikinstrumenten spielen können. Da treffen sich dann alle 600 Teilnehmer zum ersten Mal und führen sich gegenseitig die Musikstücke vor. Am nächsten Samstag geht es morgens um 9 Uhr in Oberstaufen im Allgäu los. Die 3 alten Kombis mit der Startnummer 96 auf der Motorhaube und den Türen, dem großen Schriftzug Taxi to Baku, viele Sponsorenaufkleber und den Rallye-Leuchten auf dem Dach, die sind abfahrbereit. Der Weg ist das Ziel und ich glaube, mit 5 guten Freunden jeden Tag wohin zu kommen, wo man nicht weiß, wo man enden wird, ist ein Riesenspaß und ein ganz großes Abenteuer. Also ich denke auch, das wird ein Riesenerlebnis und ich bin da total gespannt und freue mich total auf diese Reise. Jetzt ist der Stuttgarter Osten auch aufgemischt. Ja. Ist ja auch ein super Trainingslager für so eine Allgäu-Orient-Rally. Mehr Infos dazu, außerdem tolle Bilder von Peter und Florian und ihrer Karre und vom Josch finden Sie auf unserer Weltweitseite. Und da wiederum kommen Sie hin über swr3.de. Bildschirm zuwendet und sagt, gibt es nicht ein schönes Auto, was man sich angucken kann, was nicht pitschepatsche nass ist? Das gibt es natürlich. Allerdings sollten es Autos sein, die mindestens 20 Jahre alt sind und straßentauglich. Und natürlich Autos, die vom Allgäu in Orient fahren wollen. Motorräder dürfen auch mitfahren, müssen aber auch schon 20 sein. Ne? Und der erste Preis von dieser Rallye ist tatsächlich ein Kamel. Wobei, jetzt nicht denken, Moment mal, ich habe doch zu Hause schon eins, was da immer vorm Fernseher sitzt. Dieses zweite Kamel wird auch nicht nach Deutschland gebracht, sondern das bleibt meistens da, wo es auch auf die Welt gekommen ist. Ne?
Und dort wird es dann einfach im Namen des Rallye-Gewinners gepflegt. Und das ist auch ganz schön. Und vor allem sind die Fotos lustig. Und jetzt zu sehen auf SWR3. Allgäu Orient Rallye. Istanbul bis nach Aserbaidschan? Das wird schon eine schwierige Aufgabe. Zwar wurden alle drei Fahrzeuge des Teams hier in einer Fachwerkstatt genau untersucht und neue Teile eingebaut, aber unterwegs sind sie auf sich alleine gestellt. Keiner von ihnen ist Kfz-Mechaniker. Ja, so ein bisschen haben wir schon Ahnung, aber jetzt nicht. Wenn uns das Getriebe verloren geht, dann wird es natürlich schwierig. Man sieht schon so ein bisschen, der Schallknauf ist sowas von abgewetzt und auch sonst irgendwie die Mittelkonsole schon irgendwie Risse drin und so weiter. Habt ihr Hoffnung, dass das Auto auch durchhält bis Baku? Also ich bin mir ganz sicher, dass das Auto durchhält. Ob wir durchhalten, weil verschiedene Bandscheibengeschädigte bei uns haben, das ist noch nicht so ganz klar. Florian und Peter, die zwei Freunde, werden 17 Nächte lang auf den umgeklappten Rücksitzen in ihrem Kombi liegen. Erst kürzlich haben sie Probe geschlafen. Ich habe mir einen guten Schlafsack zugelegt. Florian hat noch schlechtes Equipment und deshalb ist er neulich nachts bei 0 Grad schon früh aufgewacht. Es ist ein Platzthema. Also wir sind beide 1,90 groß, die hier in diesem Fahrzeug schlafen werden und das wird sehr kuschelig. Also Löffelstellung ist angesagt. Fast 5000 Kilometer quer durch Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und der Türkei und sich dabei immer strikt an die Regeln halten. Wir dürfen nur ohne Navi fahren, dürfen keine Autobahn benutzen. Da sind die auch ziemlich streng, haben letztes Jahr, glaube ich, ein paar Teams ausgeschlossen, die sie auf der Autobahn erwischt haben. Das heißt, es geht über Landstraßen jeden Tag 500 bis 600 Kilometer. Da rechnen wir mit 10 bis 12 Stunden. Jetzt fahre ich ja gerade über Kopfsteinpflaster. Ist auch so ein Gefühl, da werdet ihr in den nächsten Tagen auch noch haben, oder? Da wären wir froh, wenn wir diesen Untergrund hätten, weil, was ich schon gesehen habe, mit Rumänien und Bulgarien haben wir wirklich schlechte Straßen, wo wir sehr auf die Schlaglöcher achten muss. Bei unserer kleinen Fahrt durch den Stuttgarter Osten erzählten Florian und Peter dann noch von einer witzigen Zusatzaufgabe, die sie während der Rallye erledigen müssen. Wir bekommen beim Start Musikinstrumente mit, die bekommen wir zugelost, ob Cello oder Kontrabass oder Flöte, da muss man ein bisschen aufs Glück hoffen. Und die werden bis nach Georgien gefahren und dort an Musikschulen gespendet. Und bis Istanbul müssen wir ein türkisches Lied auf diesen Musikinstrumenten spielen können. Da treffen sich dann alle 600 Teilnehmer zum ersten Mal und führen sich gegenseitig die Musikstücke vor. Am nächsten Samstag geht's morgens um 9 Uhr in Oberstaufen im Allgäu los. Die drei alten Kombis...